Willkommen zurück zu Pokémon Still. Wir sind hier in diesem finsteren Wald stehen geblieben. Doch nun durchqueren wir diesen Wald zu Fairbelly. Wir sind angekommen und da ist die Arena. Ist das nicht krass? Wie es aussieht, eine Feenarena? Bubu. Ja, das Pokémon ist nicht neu. Und da oben chillen zwei Primanos. Hi, was geht? Kann ich mit euch reden? Kann ich euch pfeifen? Nein? Da ist ein Lampi! Süß. Wie süß, wie süß. Fairbelly, eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäume erbaut wurde. Cool, cool. So, wir wissen, glaube ich, alle. Oder ich denke mal, ich sag mal so. Die nächste Arena wahrscheinlich Fee sein, schätze ich mal. Deshalb will ich mal gucken, dass ich wen jemanden rein tue, bestimmtes. Und ich will Inteleon echt nicht mehr weiter leveln. Deshalb wird Inteleon rausgetan, damit alle schön brav gelevelt werden. Das ist mein Grund für die Arena. Ohne Inteleon, ich will die Challenge geben, ob ich das schaffe. Und währenddessen wird dann unser Pony ein wenig trainiert. Unser Johnny, unser Pony Johnny. Hi. Wer sich im Wirrscheinwald verläuft, hat das wahrscheinlich den Feen-Pokémon zu verdanken. So. Mit diesen seltsamen leuchtenden Pilzen wollen uns die Feen-Pokémon einen Streich spielen. Juhu, cool. Diese Stadt hat das gewisse Etwas, mit dem sie einen heimlich still und leise in ihren Bahn ziehen. Das mag sein. So, wir kaufen uns ein paar Heil-Items. Wir haben fast keine mehr. Herzlichen Glückwunsch. Pokémon hat sich verändert. Cool, cool. Hypertränke gibt es jetzt. Oder Hypertränke, wie ich es immer genannt habe. Ja, nice. Kaufen wir uns doch mal. Ah, wir haben sogar schon welche. Leute, habe ich es nicht gecheckt. Ja, ich denke, das passt schon so. Dankeschön. Cool, cool. Den automatischen Speichern sogar ausgestellt, weil ich ja gehört habe, dass es Glitches bringen soll. Keine Ahnung, ich habe es eigentlich nur aus, damit ich die Entwicklung richtig mache von Pokusan, beziehungsweise Cremi. Aber jetzt können wir es eigentlich anmachen, aber ich lasse es aus. Ich bin das ja gewöhnt, dass ich nicht speichern kann. Chaka, chaka, laka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpfe gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Gehören Hoplo und Thermopod derselben Art an? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hoplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermopod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, oder? Es ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß gerne ein Pokémon sein. Aber das kannst du ja auch. Ich hab's! Kleider machen Leute, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, nicht? Wenn du meinst? Hör mal, wärst du so gut, ein Outfit zu tragen, das meine brodelnde Leidenschaft verkörpert? Oh, ist das legal? Am besten in einem Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Gibt's hier einen Salon? Oder muss ich jetzt wohin fliegen? Ich glaube, hier gibt es nämlich keinen Salon. Nee, nee. Da oben ist schon die Arena. Und dann geht das andere hier vorbei. Habe ich recht? Ein feuriges Outfit möchte. Aber warum kann ich mich nicht im Pokémon Center umziehen? Das verstehe ich nicht. Nee, hier ist Endstation. Dann müssen wir wieder umkehren. Hier lang. Zu dieser. Nach Sir Chester geht es dann als nächstes lang. Okay. Fliegen wir mal nach. Wo kann man nochmal umkleiden? Ich glaube, hier in Claw City gab es da was zum Umkleiden. Weil jetzt sieht man mal, wie das mit dem Fliegen aussieht. Ganz normal, richtig langweilig. Einfach so ein Ladescreen. Keine Ahnung, warum die es nicht so gemacht haben wie in XY. Aber naja. Ups, das ist der falsche Laden. Ich bin das schon gewöhnt, hier immer reinzugehen, weil ich das Item suchen wollte. Nee, hier können wir uns umziehen. Yeah. Was Feuriges. Ich hab noch nicht mal was Feuriges. Ah, doch. Doch, 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 doch. Ich hab eine Feueruniform.
hoffe, das passt ihm schon so. Wir werden es mal ausprobieren. Ich habe heute vor, den Arena-Leiter herauszufordern. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich das heute auch schaffen werde. Weil die Stadt erkunden ist ja nicht lang. Ist eine sehr, 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 sehr kleine Stadt. Von daher, so, ich hoffe mal, das passt für ihn schon. Oh doch! Deine Bemühungen in allen Ehren, aber dein Outfit reicht leider nicht, damit ich mich wieder ein Pokémon fühle. Okay, ich weiß nicht, was er meint, wenn einer von euch weiß, was für ein Outfit er will, dann schreibt es mir gerne rein. Ich will versuchen, so viele Quests wie möglich zu schaffen. Weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ja, das wäre nochmal so ein Ding. So, jetzt habe ich aber ein wenig Zeit verschwendet, weil ich dachte, das wäre richtig, dass er einfach nur das Outfit von der Feuerarena haben will, aber nein, das wollte er definitiv nicht. Schade. Mein Stick dreht sich wieder. So, was hatten wir? Ui. Was hatten wir denn nochmal? Wir hatten noch ein pinkes Oberteil. Das hier hatten wir. Dann hatten wir auch noch das hier. Rushin Minirock. Süß, süß. Wir hatten das hier. Das hier. Das hier, glaube ich. Ja, ja, das hier. Und das war's. Handschuhe hatten wir. Die hier. Das passt. Okay. Dann ist da alles gut. Okay. Dann nun schnell die Stadt erkunden und dann auf zum Boss. Ohne Inteleon. Ob ich das schaff? Ich bezweifle es tatsächlich. Lol. Frank? So heißt mein Opa. Oh. Oh, Opa? Alter Brief? Opa? Wait a minute. Sehe ich da etwas, was man eigentlich erst später verschlüsseln soll? Ja, ich bin Frank. Was? Du bist hier, um mir einen Brief zu überbringen? Mal schauen, von wem er ist. Du meine Güte, von Paulina? Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das vor mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich geschritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Ja. Das freut mich. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du mir ein Stück meiner Jugend wiedergebracht hast. Wahlschal. Zum Tragen, der Schal erhöht den Initiativwert, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Was für ein Kack. Wenn da nur eine Attacke. Hast du Freunde, die dir sehr wichtig sind, Mädchen? Wenn ja, solltest du sie immer wertschätzen. Mag sein. Hab das Gefühl, das ist ein Geistermädchen. Gibt es da mehrere in Pokémon? Manne, stör mich jetzt nicht. Ich unterhalte mich gerade. Mit der Wand? Also irgendwas ist hier seltsam mit der Familie. Seid ihr überhaupt echt? Papella ist gefühlt schon ewig Arena-Leiterin in dieser Stadt. Ach, Papella? In Papella Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Papella ist die Arena-Leiterin? Lol. Zwei Riesenbüsse können wir verkaufen. Schön, schön. Oho, du hast also den Arena-Orden von Passberg errungen. Dann weißt du, diese TM sich jetzt einzuschätzen. Vergeltung, dankeschön. Es kann sehr hilfreich sein, deinen Pokémon-Attacken verschiedener Typen beizubringen. Mag sein. Für Pokémon und Trainer ist so eine Entwicklung schon eine vertrockte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen geht unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie man einem Pokémon zu mehr Stärke verhelfen kann, ohne dass es sich entwickelt? Ja. Am besten kläre ich dir das bei einem flotten Kämpfchen. Auf die Plätze, fertig, Kampf! Oh, die will kämpfen, die Nadine. Wusste ich nicht. Kera da. Ach, der Käfer da. Ich habe jetzt Nintendo tatsächlich rausgetan, damit die alle im Endeffekt circa den gleichen Level haben. Ich hoffe, das passt. Wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, wahrscheinlich eh nicht.
wird sich unser Pokémon sogar auf Level 45 begeben, wo es sich dann entwickeln soll, laut Wiki. Ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht, aber... Weil es hat ja mit dem Level hier auch nicht gestimmt. Vielleicht wickeln sie schon auf Level 42, wäre auch ganz nervös, aber... What? Pflanze ist effektiv? Oder Käfer? Okay, dann wechsle ich aus, sorry. Zwolok. Die vertraue ich Zwolok. Zwolok ist sehr krass und sehr gut. Hat kaum Schwächen. Und kann nicht angegriffen werden von Geist-Pokémon. Bzw. Geistattacken. Weil Normal-Pokémon können Geist nicht angreifen und Geist können Normal nicht angreifen. Das ist immer so. Und das ist auch schon immer so gewesen, soweit ich weiß. So, du nervst, mein Freund. Du nervst. Bodycheck. Oh. Es lebt immer noch. Käfergebrumm war das vorhin. Also eine Käferattacke ist effektiv gegen unser Primano. Wissen wir Bescheid, Leute? Wissen wir Bescheid. Down. Keradise down. Da kriegen wir Währungsbunde dafür. Zwolok und quasi Level up. Gegenschlag. Was ist das für eine Attacke? Richtet immer Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Ah, ist so Spiegel-Cape. So wie ist die Attacke. Können wir mal machen. Warum nicht? Hab ich recht, Leute? Warum nicht? So, und Kursi, willst du was lernen? Nein. Ich hätte mich nicht gedacht, dass du den Panzer von Kera da durchbrichst. Tja. Kerata war doch eine ziemlich harte Nuss, oder? Und das, obwohl es nicht voll entwickelt ist. Das Geheimnis liegt in diesem Evolief hier. Ein Evolief. Ein mysteriöser Klumpen, der die Verteidigung und Spezialverteidigung von Pokémon erhöht, die sich noch entwickeln können. Ui! Wenn ein Pokémon, das sich noch entwickeln kann, einen Evolief trägt, steigen seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Das ist ja mal richtig OP. Yo, das könnten wir... die Hälfte unseres Teams geben. Ich würde sagen, Primano bekommt es. Weil ich ja mit Primano sehr viel kämpfe. Ich würde es eigentlich Corazon geben, aber das muss ja erstmal leveln, das Ding. Das ist Level 22, damit kannst du im Moment noch nicht wirklich was machen. In so einem Augenblick hier, ja. So, wir gucken uns auch nochmal fertig um, bevor wir was machen. Bevor wir das machen. Lampi! Erholung! Okay, das ist eine richtig gute Attacke, die ich eigentlich gerne einem Pokémon beibringen will. Könnte ich das? Oh, die Folge verschwende ich gerade ein wenig, sorry. Erholung kann jeder erlernen. Möchte ich auch eigentlich, aber wer? Krimi könnte das erlernen, oder? Was mit ihr? Krimi? Chemie ist gerade voll. Nicht erlernen. Lassen wir es als erste. Wir haben mal die TM noch, von da ist okay. Und dann war ein Item. No, egal, kriegen wir jetzt gleich noch. Das machen wir jetzt gleich. Erstmal Pokémon heilen gehen. Und dann ohne Intellion kämpfen. Oh mein Gott, ob ich das überhaupt schaffe? Ich weiß es nicht. So, die weiteren Wege von Primano sogar eine Giga Dynamax Form. Und. Die Giga Dynamax Form, die wir heute sehen werden, oder die wir im Arena-Leiterkampf sehen werden, ist von Bokusan. Die wird zu einer richtigen Torte. Deshalb sage ich auch immer, das ist ein Torten-Pokémon. Ja, das wird wirklich zu einer Torte. So ein Duftpilz kommt verkaufen. Okay, rein da. Hälfte Folge verschwendet. Geil. Super. Ja, Fair Bailey Stadion. Das gleiche wie immer. Oh! Mary! Oh, Michael. Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Ohren? So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Peko! Gehört? Sogar Mopeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Mopeko. Willst du mir etwas sagen, dass du Michael magst? Das ist unsere Gegnerin in der Arena-Challenge, ist das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Oh, danke. Sieh es als Zeichen dafür, dass ich dich als meine Rivalin anerkenne.
Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner, klar? Morpeko! Okay. Balduin! Hey, ich bin's, Balduin! Den Typ, den du immer im Hintergrund der Arena-Challenge siehst. Beziehungsweise der Arena-Kämpfe. Diesen Blick in deinen Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Ich bin verliebt? Nein, in wen? Hopp oder was? Nein, danke. Simperball kenne ich nicht. Das ist neu. Oder? Der Name ist neu. Der Name sagt mir nichts, aber das kenne ich, den Ball. Simperball ist voll cool, damit kannst du das Pokémon von einem anderen Geschlecht fangen. Ja, ja. Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier ums Ganze und sie verplempert unsere Zeit mit Spielchen. Hi, sag mal, hast du vielleicht einen Makabaya, das du hier in Gala gefangen hast? Wenn ja, würdest du es gegen meinen Makabaya aus einer anderen Region tauschen? Können wir gerne demnächst machen, wenn ich irgendwann Bock habe. Pella ist strenger, aber lassen Sie sich nicht einschüchtern. Unser Fan! In letzter Zeit reden die Leute immer mehr von dir, Maike. Yes. Die sieht echt stark aus. Pink! Spielt sie damit auf den Typ Fee an? Ich denke mal schon. So. Uniform Laden! Ich will mal gucken, vielleicht kann ich hier irgendein passendes Outfit holen. Gab's denn hier so ein Fee-Outfit? Ne, das kennen wir erst danach, ne? Okay, Ich will mal eins kaufen und gucken, ob man das wirklich jetzt bekommt. Das mache ich jetzt einfach. Ich schmeiße jetzt das Geld dafür raus, ganz ehrlich. Ich will einfach gucken. Ihr seht ja, wie alle aussehen. Deshalb entscheide ich mich einfach für eins, was sehr süß oder ganz okay aussieht. So, wo ich es nicht bereuen werde, sage ich mal. Ist nur schwer, sich für eins zu entscheiden. Vielleicht kaufe ich das normal auf. Ich kaufe mal die normale Uniform. Okay. Ich glaube, das sind die Uniformen, jetzt die neuen, oder? Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Ja. Dann umziehen, bitte. Okay. Intellion ist jetzt tatsächlich draußen. Ich habe Angst, ob ich es überhaupt schaffen werde. Ich glaube, das gleiche an. Okay, keine Ahnung. Deine Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Oh mein Gott, ich bin nicht bereit. Ich habe Intellion nicht drin. Oh, das ist eine dumme Idee. Aber ich muss es tun. Also, ich muss es nicht tun, aber ich will es versuchen. Was geht denn hier ab? Noch nicht fertig gebaut oder was? Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Wenn du das sagst! Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das war ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es ist genau das gleiche wie in Gen 1 Arena 8. Es gibt dann nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fähigkeiten. So, dann wollen wir doch einmal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Okay. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Okay. Willst du mich nicht erklären? Na nun, was ist denn? Okay, bei denen können wir nochmal hören. Okay. Ohne Intellion jetzt rein! Lol, lustig. Also dann wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zur Feen-Arena-Leiterin hast. Susanne ist unsere erste Kämpferin. Parfi, süß. Primano wird euch alle zerstückeln, Mann. Zwei Pokémänner hat sie. Ich habe genug Heil-Items, also wird es daran nicht scheitern.
So, ich denke mal, es sind so 3-4 Gegner, gegen die wir kämpfen müssen. Und dann Arena-Leiterin. Frage, kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Stahl! Fabelhaft, Stahlattacken sind sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon. Feen-Pokémon, sorry, ich hab verliert. Nice, wir kriegen einen Boost! Sonic Boost, Zauberschein! Nice! Psychokinese. Aua, that hurt mies. Das tut mies weh. Psychstrahl und du bist weg vom Fenster. Nice. Nice, nice. Sabayone. Ui, nicht das schon wieder. Keine Frage? Okay. Zauberschein. Keine Baumwollsaat. Nervt doch nicht, ey. Jetzt bin ich langsam. Jetzt darf der immer als erstes angreifen. Super. Da kann er auch noch Diebeskuss. Oh, was eine Rotz, ey. Okay, lassen wir erstmal Aromakur. Ist mir gerade ein wenig zu blöd. Oh nee, nicht die Attacke, die ist sehr stark. Okay, gut. Zauberschein. Bam. Nein, es lebt noch. Oh, wenn das jetzt einen Volltreffer hat, ne? Trugträne. Ey, 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 ey. Was ist das denn hier? Haben wir auch mit dem Blödsinn. Down mit dir. Zack. Gewonnen diesen Kampf. Nice, nice. Level up für Kursi. Wenn man sich auf seine Fähigkeit verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Ja, das stimmt. Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Ich kann natürlich nicht für Verpeller reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Ich darf nicht pausieren, heilen. Okay. Ich bin deine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorge darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Okay, okay. Machst einen halben Dab da. Mensch. Flauschling. Primano. What? Oh, sind immer noch zwei. Meine AP gehen mir aus. Kacke. Aber ich habe sogar noch einen AP-Heiler, oder? Ich hoffe mal. Okay, macht nicht keinen schlechten Schaden. Am besten ist so eine Frage. Ich krieg einen Push. Und. Ja, Frage. Frage. Wie heißt der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanne. Wunderbar. Der Trainer eben hieß Susanne. Ja. Psystrahlen, jetzt bist du down. Was? Was für einen Boost habe ich denn bekommen? Ich hab mich nicht gelesen. Ich dachte einfach so, ich krieg Angriffsboost, aber habe ich anscheinend nicht bekommen. Sorry. Mann. Trugträne. Oh, singt so viel. Psystrahl. Klitschko. Da geht's down und Krimi Level Up. Nice. Parfinesses, die Weiterentwicklung von Parfi. Das wird ein Problem, weil ihr seht ja schon. Das Ding sieht danach aus, als könnte das was. Deshalb würde ich mal ganz kurz heilen gehen, wenn das okay ist. Volle Heilung. Och, kein Diebeskuss. Es war mir klar, dass er Diebeskuss kann. Das Vieh kann auch männlich sein. Ist sogar männlich hier in diesem Fall. Bescheuert, oder? Zauberschein macht mehr Schaden. Oh Gott, das wird lange dauern. Hätte ich Inteleon, könnte ich das sofort beenden. Warum nehme ich Inteleon nicht rein? Oh, ich bereue es jetzt schon, aber ich will mal die Challenge geben, ob ich auch, dass ich auch halt nicht auf Inteleon angewiesen bin, ja? Damit ich euch zeigen kann, ich bin nicht auf Inteleon angewiesen. Nur weil es mein Schaden ist, heißt es nicht, dass ich es ohne ihn nicht schaffen kann, ja?
Ich brauche nochmal Heilung. Ich will mal versuchen, solange es geht, nur mit Primanus zu machen, weil ich will gerne, dass Primanus die meisten Erfahrungspunkte bekommt hier. Das soll sich ja so schnell wie möglich entwickeln, damit es seine komplett seine volle Potenzial ausarbeiten kann. So, Psystrahl nochmal. Das macht nicht so viel. Psychogenese macht nichts. Nicht sehr effektiv, nämlich. So, Wirbler versuche ich mal, ob das was macht. Nein, das war dumm. Ich habe es eigentlich schon gedacht, aber ich wollte es mal ausprobieren. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Heilen. Haben wir zum Glück genug Heil-Items gekauft. Von daher ist das nicht unser Problem hier. Bei der Arena-Challenge. Aber ich denke, unser Problem liegt daran, dass wir erst in der nächsten Folge, Anfang der nächsten Folge, Arena-Leiterkampf machen können. Ist ja nicht schlimm. Sag nur, dass das halt so ist. Bist wahrscheinlich. Machen wir nochmal Zauberschein, denke ich mal. Wir haben ja noch ein AP-Ding, glaube ich. Hoffe ich. Also ich bin hier richtig am Arsch. Und das Ding lädt einfach noch. Dann müssen wir nochmal Psystrahl machen. Aua. Kriegst du das zurück, ey. Was willst du, Mann? Psystrahl. Psyop, psyop, psyop. Zack, da bist du weg vom Fenster. Wir haben gewonnen. Wuhu. Routini und Kursi, Level up. Nice, nice. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Dun, 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 dun. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halt den Blick nach vorne gerichtet. Okay. Und wer ist unser Dritter? Immer die gleiche. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Propellers Nachfolgerin zu werden. Will ich es überhaupt? Ursel. Pelzebub. Ach, das Vieh ist... Fee? Ah ja, ich bin dumm. Ist ja Fee und Licht. Eigentlich eine richtig gute Kombination, wenn man ehrlich bin, wenn ich mal ehrlich bin. Aber Zauberschein ist eine sehr gute Attacke gegen das Vieh, deshalb klatscht er mich jetzt kaputt, oder was? Frage, was esse ich morgen zum Frühstück? Keine Ahnung. Curry? Naja, ich esse Omelette, aber das konntest du ja nicht wissen. Oh! Oh nein, ich glaube, ich verreck. Ja, ich verreck. Scheiße. Fuck. Fuck. Okay, Zwollock, du musst kurz deinen Rücken halten da. Deinen flauschigen Rücken. Ich setze kurz einen Beleber ein auf Primano. Das ist nämlich unser Haupt-Pokémon hier. Unser zweites Pokémon ist Zwollock. Unser drittes Pokémon ist unsere Torte. Unser Pokusan. Habe ich zumindest so geplant. Ja. Doppelkick. Oder soll ich normale Attacke machen? Ich habe jetzt nicht mit nachgedacht. Scheiße. Ich wurde verwirrt. Okay, ich darf angreifen. Macht nicht wenig Schaden. Ja, macht nicht wenig Schaden. Passt eigentlich. Aber ich mache da lieber Bodycheck. Wenn ich treffe. Nein, bei Bodycheck. Liebeskuss. Blöd, Mann. Halt ist hier eh nicht so viel. Weiterentwicklung von Bärmann ist aber echt cool. Ich finde nur die Giga Dynamax Form sieht aus wie so ein Mensch mit Behaarung. Ich mag die nicht. Alter, jetzt lass mich doch auch mal krankgreifen hier. Ist das ein Witz oder was? Down, nice, also super. Level up für Primano 2035. Gardevoir, willst du mich veräppeln? Einfach ein Gardevoir. Ja, moin, Junge, mach's halt noch OP'er. Das Vieh, okay, es hat keine Verteidigung, weil es nur Level 35 ist, aber. Gardevoir ist ein sehr gutes Pokémon und Zwollock hat sogar erwischt. Dammit. Nicht so gut. So, Primano, jetzt bist du dann wieder leben bist. Kannst du einfach zeigen, was du mit deinen dicken Händen da drauf hast. Psystrahl.
Ich glaube, Gardevoir ist neuerdings nicht nur Psycho, sondern auch Fee. Seit X und Y. Okay, verdammt, das macht nicht viel Schaden. Aber es ist dadurch verwirrt. Nice. Zauberschein. Oh, Reflektor doch nicht, nein. Och, Mann. Zauberschein. Das macht noch okayen Damage, so. Noch eine AP. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich hab doch sicherlich habe ich AP-Heiler. Nicht? Ich hab keinen AP-Heiler! Fuck, warum mache ich das dann? Ich bin dumm! Und jetzt habe ich Wirbler aus Versehen eingesetzt. Ich wollte Psystra einsetzen. Oh nein, ich dachte, ich hätte einen AP-Heiler. Ich habe keinen gekauft. Kann man überhaupt einen kaufen? Ich glaube gar nicht. Oh Mann, nein. Warum mache ich das, Leute? Warum sagt mir denn keiner von euch Bescheid? Oh, die Folge ist zu Ende. Oh, lol. Dann gehen wir noch kurz das Gardevoir. Dauert aber noch ein wenig. Ich werde mal kurz nach dieser Runde und der Aufnahme die Challenge beenden. Falls ich die Chance dazu habe. Wenn nicht, dann halt nicht. So, aber das Vieh muss jetzt endlich sterben hier. Wir wollen die Folge beenden. Die sind wir nicht so lang hier. Schallwelle. Ach komm, lass deinen Charme sonst wo stecken. Schallwelle. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne eine positive Wertung da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei bei Pokémon Schild. Kurs die Level ab. Will. Oh, noch eine Attacke lernen. Fügt Zielen mit Schadensproblem hohen Schaden zu. Will ich das? Ja, okay. Warum nicht? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist okay so. Ja, aber haut rein, Leute. Schönen Tag noch und ciao. Ich spiele die Rolle eines starken Trainers, denn im Leben gewinnt der, der seine Rolle gut spielt.